Ein ganz herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Heute zu diesem Gedankenschlüssel zu einem glücklichen Leben. Eben diesen Schlüssel, den Jesus uns in den Seligpreisungen heute schenkt. Ja, das Markus-Evangelium, das wir bisher betrachtet haben, ist eine wunderbare Taufkatechese. Wir lernen vom heiligen Markus den tiefen Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist und uns wie der gute Hirte sucht und finden will. Heute beginnen wir die Betrachtung des großartigen Matthäus-Evangeliums. Der heilige Matthäus schreibt für diese, die schon Christen sind, und lehrt uns, unseren Glauben an Jesus Christus zu vertiefen, das heißt, uns wirklich von ihm erlösen zu lassen. In den Seligpreisungen haben wir eine wunderbare Zusammenfassung, wie uns Jesus glücklich, ja schon hier auf der Erde, selig machen will. Das geschieht, wenn wir ihn in alle Bereiche unseres Lebens hineinlassen. Denn dann kann er uns mit seiner Liebe von allem Bösen erlösen. Ja, geben wir ihm unsere Armut, das heißt unsere Sünden, Schwächen, Ratlosigkeit und Hilflosigkeit. Wir werden staunen, was sich dann in unserem Leben tut. Wir dürfen immer wieder beten, Jesus, ich gebe mich dir hin, so wie ich bin. Sorge du. Geben ihm unsere Gefühle der Traurigkeit, die uns andernfalls in Süchte führen kann und in latente Depressionen. Führen wir ihn hinein in all unsere Schmerzen, Enttäuschungen, Begrenzungen. Klagen wir vor ihm darüber. Er wird uns trösten und von allen Süchten befreien. Geben wir unsere Gefühle der Wut, die uns verbittert und dann krank macht. Schreiben wir ihm täglich ins Tagebuch, was uns wütend macht. Geben wir ihm unsere Wut ab. Er wird uns helfen, den Sieg zu erringen durch seine Sanftmut. Geben wir ihm auch all unsere unerfüllten Wünsche, unseren Durst, unseren Hunger, all unsere Gefühle des Neides, der Neid, der uns innerlich zerfressen will. Jesus wird unsere Sehnsüchte stillen. Ja, geben wir ihm unsere Unbarmherzigkeit, unseren Stolz, unsere Kritiksucht. Er wird uns erfüllen mit seiner Liebe, auch zum größten Feind. Und wir werden dann spüren, dass er auch uns all unsere Sünden vergibt. Hier geben wir ihm auch all unsere Unreinheit, unsere unlauteren Motive und Absichten, die uns Tieren ähnlich macht. Wir werden seine liebende Gegenwart spüren und Gott schauen dürfen. Geben wir ihm all unsere Konflikte. Er wird uns helfen, Konflikte zu lösen und den Frieden herzustellen. Und zu guter Letzt geben wir ihm auch all unseren Kleinglauben, all unsere Menschenfurcht. Er wird uns zu Helden machen in dieser gottlosen Gesellschaft. Und noch etwas. Die Seligpreisungen sind der Pass, der Ausweis eines jeden Christen. Christsein heißt nicht, mit eigener Kraft den Gipfel der Vollkommenheit zu erstürmen, sondern sich von den liebenden Vaterarmen durch Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes hinauftragen zu lassen auf den wunderbaren Berg der Gottesbegegnung, der alle Vorstellungen von Freude übertrifft. So lade ich euch ein, betrachtet mit mir diese Wegweiser zum Glück zu beten. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften,
denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und so segne und stärke euch auf diesem wunderbaren Weg der Seligpreisungen, wo Jesus uns nicht alleine lässt, sondern mit uns durch unser Leben geht, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Euch allen wünsche ich noch einen wunderbaren und gesegneten Tag.